So, meine Lieben, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Musikerschmiede. Heute wieder mit der Saskia Worf aus Wuppertal. Yes, und mit Manuel aus Mainz. Dankeschön. So, und heute haben wir mal was Neues. Und zwar haben wir eine Q&A-Folge. Der Gunther hatte nämlich jetzt mal im Detail gefragt, verfolgt schon eifrig hier unser Podcast seit einiger Zeit. Und er hatte beim Thema Bandmanagement noch ein paar Fragen. Und das fanden wir eigentlich ganz gut, weil er hatte das schön geordnet. Und im Prinzip war das jetzt eine Steilvorlage für eine eigene Folge. Und ja, und da ich das ja alles schon gemacht habe und die sucht ja teilweise ja auch, beziehungsweise teilweise ja sogar auch mit mir, bin ich jetzt quasi heute das allwissende Orakel und Saskia macht quasi den Zeitkick. Ich stelle die Fragen. Ja, dann da würde ich sagen, schieß doch einfach mal los. Yes, also wir haben das Thema Setlisten, ne? Der Manuel blendet es gerade ein. Und also für alle, die nicht wissen, was eine Setlist ist, ich erkläre es ganz kurz, das kann ich erklären. Na, wenn ihr als Band, als Ensemble macht man es eigentlich nicht, aber als Band spielt, dann muss man natürlich irgendwo das Programm festhalten für alle Beteiligten. Und zu den Fragen, was man dann damit macht, kommen wir gleich. Auf jeden Fall steht da einfach der Ablauf von den Stücken. Das ist eine Setlist. Also für alle, die jetzt aus dem Klassikbereich kommen, das, was wir sonst Programm nennen, sagen wir da als Setlist zu. Ja? Ja, ich kann ja gerade einfach mal eine zeigen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Kannst du ja auch eine einblenden. Also für die Leute, die auf YouTube da sind. Ansonsten ist es jetzt für alle Podcast-Hörer ein Grund, zu YouTube zu kommen. Naja, ich sag mal so, für alle Leute, die jetzt in irgendeiner Form mit Popmusik zu tun haben, oder ist es natürlich normal, ne? Ja. Ich blende es gerade mal ein. Aber das sind auch so interessante Sachen, weil ich wusste auch mal nicht, was eine Setlist ist. Absolut, ich auch nicht. Also ich habe das bei der Brassband gelernt. Ja, also das war jetzt zum Beispiel hier mal von meiner Band eine Setlist aus dem Jahr 2017. Und das kann man auch noch alles viel geiler machen. Da kommen wir gleich noch zu. Ich lasse das einfach hier mal so stehen. Ich habe es nicht nummeriert. Ich habe zwischendurch einfach nur Ansagen auch ausgewiesen, damit man ungefähr weiß, was Sache ist. Zum Beispiel sagt hier mal jemand was anderes an. Also im Prinzip ist es ein Programmablauf mit den wichtigsten Informationen. Und da sollte man ein paar Dinge beachten. Ich habe hier auch das nicht ganz ideal gemacht. Das sage ich dann aber gleich noch, wie man es noch besser machen kann. Aber was ich zum Beispiel immer mache, ich habe dann eine normale Setlist, die ich vor dem Konzert immer an jedes Bandmitglied austeile. Ich drucke das auch selbst aus. Ich schicke die Setlist auch rum. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass die sich nur die Hälfte der Band ausdruckt. Deswegen habe ich für jeden nochmal ein zusätzliches Exemplar. Und zwar in 100er Gramm Papier, sodass das nicht direkt irgendwie zerfaselt, wenn man es irgendwo hinlegt. Aber da kommen ja dann noch so die ganzen Fragen. Und ich habe tatsächlich hinter jeden Song setze ich dann immer noch eine Besonderheit für den Techniker. Dem gebe ich die Setlist dann auch. Der dann ungefähr weiß, was abgeht. Also hier Trompete 2 Solo, Barry Solo, Vocals, Rap, ja. Flügelhorn über Vocal, Mikro, Trompete 1. So, dann weiß der, wenn ihr das mit dem Tech Rider abgleicht, dann ungefähr, wann was los ist und was wichtig ist. Ne? Und, yes. und genau, das ist eine Setlist. Weil, und das ist genau der Punkt, die Musiker, die eine Setlist haben, spielen ja meistens auswendig. Weil die Musiker, die keine Setlist haben, die Innernoten spielen, legen sich dann halt die Noten. In die richtige Reihenfolge. Das ist dann halt die Setlist. Ja. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist aber, dass es in der Tat witzig ist, dass die Musiker, die eine Setlist haben, ja alles andere auswendig spielen. Und die können sich dann meistens aber nicht die Setlist merken. Es ist faszinierend, oder? Faszinierend. Es ist aber auch absolut verständlich, weil oft ist man in einem Song, wenn der abgeschlossen wurde, wenn man den auswendig spielt, direkt in den nächsten Song oder vielleicht sogar im übernächsten, weil man noch was checken muss. Also man ist konzentriert und da kann es passieren, dass man zu schnell ist im Kopf und dass man Songs vertauscht. Und deswegen ist es total ratsam, auch für den abgewichsten Profi schlechthin, ja, dass der vorher nochmal guckt, welcher Song kommt denn jetzt. Weil da gibt es so viele Fallen und Tricks, und da komme ich gleich noch zu, dass da auch die erfahrensten Musiker gerne mal auf die Nase fallen. Ja. Vor allem bei Ansagen passiert mir das sehr oft. Ja, das ist, kann ich total verstehen. Dass ich dann schon weiter bin im Kopf und sagt dann einen falschen Song an, weil ich nicht auf die Setlist geguckt habe.
Aber lass uns einfach mal mit den Fragen starten, oder? Genau. Also, wir haben hier, du blendest es eh ein. Warte mal, genau. Also die erste Frage, die uns der Gunther gestellt hat, ist, wann legst du deine Setlist inhaltlich fest? Hier steht 0,5 bis 3 Stunden. Mhm. Hey, naja, also es gibt natürlich erstmal ist es wichtig, was man für ein Set spielt. Ja? Mhm. So, es gibt verschiedene Sets. Der Gunther redet jetzt wahrscheinlich von, in Anführungsstrichen, Bierzelt oder Dienstleistungssets, genau. Wo man halt dann wirklich auch 3 Stunden spielt, wo man 4 oder 5 Sets hat. Das sind so Coverband-Sets. Ne? Mhm. Ein Set ist in der Regel 45 Minuten, Viertelstunde Pause, das nächste Set. Das heißt, wenn man dann von 21 bis 1 Uhr spielt, hat man 4 Sets und 1 Stunde Pause immer mit einer Viertelstunde. Ja. Mhm. Das ist der Dienstleistungsbereich und das ist ein hartes Brot. Und da spielen Setlisten meiner Meinung nach gar nicht so eine große Rolle, weil auch vieles aus dem Hut gespielt wird und es gibt Notenmaterial und es wird dann viel geblättert, weil die Leute das gar nicht auswendig können. Mhm. Das heißt, da muss es nicht Stück auf Stück gehen. Ja? Ja. Wir haben dann größere Pausen zwischen den Stücken. Mhm. Deswegen ist das da nicht so schlimm. Die Setlist, oder wann lege ich die Setlist fest? Ich muss sie so festlegen, dass alle Leute, die auswendig spielen, die Möglichkeit haben, es auswendig zu machen. Ja. Auch nicht die Reihenfolge, ja. Aber das Repertoire. Ja. Das definiert quasi den Zeitraum. Und das sind, ich würde mal sagen, 2,5 Wochen vom eher 6 bis 8. Ja. Dass die Leute Zeit haben, sich das alles drauf zu schaffen. Mhm. Und die Setlist an sich, da kann ich auch nochmal dann 2, 3 Tage vorher was umstellen, weil das ist ja dann nur die Reihenfolge und das teile ich ja dann eh aus, ne? Ja. Genau. Genau, dann haben wir die nächste Frage. Wann und zu welcher Zeit beim Gig setzt du die musikalischen Highlights im Programm? Das fand ich auch eine ganz wichtige Frage. Also das ist ja eine dramaturgische Frage, die auch für klassische Programme sehr interessant ist, wo ich gerade in Manage Musik auch eine Podcast-Folge zugemacht habe. Also wo kommt der heiße Scheiß? Wann setzt man den? Das ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich müsste man da unseren DJ fragen, weil der den ganzen Abend mit solchen Fragen beschäftigt ist. Ja. Aber ich versuche natürlich, also es kommt darauf an, wie lang das Set ist. Mhm. Die Länge des Sets bestimmt die Dramaturgie. Also wenn ich zum Beispiel ein kurzes Set habe von einem klassischen Festival, 50 Minuten, das ist geil, weil ich kann durchpowern. Ich habe dann vielleicht eine langsame Nummer da drin und ansonsten haue ich halt nur ein Best-of raus. Ja. Da spielt das fast keine Rolle. Ich muss mit einem Riesending reinkommen, ich muss mit einem Riesending rauskommen. Mhm. Zwischendurch kann ich die Dramaturgie-Kurve mal kurz sacken lassen, aber da muss ich sofort wieder hoch, weil ich ja quasi nur eine Dreiviertelstunde spiele. Ja. Was anderes ist natürlich, wenn man 1,5 Stunden spielt. Da braucht man einen Bogen. Meistens ist es cool, mit einem Stück reinzukommen, was easy ist, so ein bisschen easy going. Mhm. Die Band reinkommt, wo man im Prinzip auch einen Soundcheck machen kann. Mhm. Andere Konzept wäre, direkt mit einem Brecher reinzukommen, wo man volles Risiko geht. Mhm. Mache ich nicht so gern, weil dann eher was schief gehen kann. Also ich komme gern mit einem Easy-Stück rein, ne, wo es ein bisschen vor sich hingrubt und so. Und du kommst dann mit 2, 3 Brechern. Also das sind die ersten 3, 4 Nummern. Bam, 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 bam. So, Viertelstunde voll auf die Mütze. Und dann kommt erst die Ansage. Mhm. Ja? Also auch die Ansagen, es ist ganz wichtig. Man denkt immer, man muss dem Publikum da irgendwie eine Frikadelle ans Ohr basteln. Muss man nicht. Nein. Ja? Am Anfang irgendwie ordentlich Hallo sagen und die Leute anschauen und sich bedanken, dass sie da sind, eine kurze Begrüßung machen. Aber ich würde die ersten 10 Minuten erstmal gar nichts sagen. Da würde ich mit meiner Musik glänzen. Ja. Und danach, nach der Ansage, kann man dann zum Beispiel eine künstlerische Nummer bringen, die vielleicht ein bisschen mehr sophisticated ist. Mhm. So, und dann hat man vielleicht wieder so einen Dance-Block. Ja. Dann hat man dann vielleicht eine Ballade. Ja? Also ich würde in den ersten Teil, ich würde erstmal Gas geben, begeistern und dann hast du die Leute, und dann kannst du sie ein bisschen in deinen Bann ziehen, kannst ein paar ruhige Sachen spielen. Und dann musst du gegen Ende natürlich irgendwie wieder so eine Zielgerade haben, wo du dann einen Höhepunkt hast, auf die Zielgeraden hin. Und da gibt es natürlich verschiedene thematische Blöcke. Das ist jetzt aber alles frei gesprochen. Das muss man natürlich dann im Detail sehen. Ja. Wichtig finde ich aber immer zu gucken, dass man Blöcke hat. Also, dass man 2, 3 Stücke ohne Ansage hat. Die dass das zack, zack ist. Und zack, zack heißt 1, 2,
three, four, badab, badab. Ja, also dass man quasi aus zwei Songs einen macht. Ja. Und wenn man eine Pause macht, dann kann man die Pause auch als Pause definieren und eine lange Ansage machen, ne, dass die Leute was trinken und da braucht man halt dann Ansagenkonzepte. Aber das würde ich so zur Dramaturgie sagen. Mhm. Ja. Wäre ich dabei. Was meinst du dazu? Ja, bei klassischen Ensemble-Konzerten sehe ich das genauso. Also ich habe mein Masterprogramm auch so gestrickt. Da sind halt weniger Stücke, weil Stücke länger. Ja, also du musst ja halt bei einem klassischen Programm 3 bis 4, vielleicht 5 Stücke, die in so ein Programm reinkommen und halt nicht 8 oder 10. Du darfst auch nicht vergessen, du hast ein Konzertprogramm. Und du musst halt auch gucken, Konzertmusik, wo die Leute sitzen und aufmerksam zuhören, hat man Tanzmusik, wo die Leute sich bewegen, Bier in der Hand haben. Ja. Oder hat man so eine Mischung, so eine Clubmusik, wo die Leute ein Konzert haben, aber trotzdem Bier in der Hand haben. Also ne, das ist ja unterschiedlich. Du hast eine Grundlautstärke im Publikum, beim Club oder beim Festival. In einem Konzertsaal ist natürlich mucksmäuschen still. Mhm. Und das, also dadurch, wie soll ich sagen, das hat einen massiven Einfluss natürlich auch auf die Setlist. Ja. Ne? Weil klar, wenn vorher definiert ist, dass 20 Minuten jetzt Ruhe ist, weil du eine Sonate spielst, brauchst du dir über Setlist keine Gedanken machen. Das stimmt, ja. Das hat der Komponist für dich gemacht, ja? Ja. Dann kommt ja auf die Idee, den vierten Satz nach dem zweiten zu spielen. Also insofern habt ihr es da ein bisschen einfacher. Das stimmt, das stimmt. Ja, und die Leute haben halt auch ein Programm in der Hand. Das ist eben, so. Das ist das Schöne, dann müsst ihr auch nichts sagen, weil steht alles im Programm. Genau. Ja, dann ist die Moderation wirklich ausschmückend und nicht ich erkläre, welcher Song kommt. Genau, dann haben wir die dritte Frage. Welcher Titel, beziehungsweise welchen Titel wählst du als Zugabe aus? Einen zusätzlichen oder einen, der auch schon im Programm gespielt worden ist? Also eine Wiederholung. Oder was Neues. Natürlich immer einen zusätzlichen, es sei denn, die Band ist so neu, dass sie keine anderen Songs hat. Da muss man natürlich einen machen. Das ist eine Frage, die ist natürlich eigentlich nicht zulässig. Ne? Also natürlich muss man bei der Zugabe ein neues Stück spielen. Ja. In der Regel, wenn man schlau macht oder wenn man sich da mal große Popstars anschaut, spielen die bei der Zugabe eigentlich immer nur die Hits. Mhm. Aber die können sich das auch leisten, weil noch genug Leute da sind. Man muss natürlich auch gucken, dass man nicht die geilen Sachen bei der Zugabe verbrät und vorher vielleicht schon bei Minute 60 die Leute anfangen zu schnarchen, weil man dann Titel spielt, die vielleicht nicht so toll sind. Also deswegen gucken, dass man eine gute Mischung findet, nicht zu früh alles zu verheizen, aber am Schluss noch einen im Petto zu haben, der halt geil ist. Ja. Ja, hätte ich unterschrieben. Yes, dann passt du die Setlist auf den jeweiligen Gig inhaltlich an? Das kommt darauf an, was das für ein Gig ist. Mhm. Wenn die Gigs ins gleiche Genre passen, dann nicht. Nee. Wenn nicht, dann doch. Mhm. Also Beispiel. Natürlich, ich nehme mal an, ich habe ein festes Set, so wie das, was ihr gerade hier gesehen habt. Da spiele ich, weil wir das meistens machen, auf Kulturtagen, Konzerten, Sommerfestivals, 2x45 Minuten. Mhm. Da ändere ich nichts. Okay. Weil sich das bewährt hat. Mhm. Wenn wir keine Pause haben, dann ändere ich meistens was, weil dann habe ich eine andere Dramaturgie. Mhm. Ja, weil dann habe ich ja keine Pause. Ja, ja. Und das habe ich zwei kleine Sets. Wenn ich ein langes Set habe, muss ich mir was überlegen. Mhm. Dann ändere ich das meistens. Und wenn ich 3 Sets habe, was eigentlich nicht mehr vorkommt, muss ich das auch ändern. Mhm. Aber letzten Endes würde ich mir immer ein Set überlegen für eine Standardsituation, was halt Sinn macht. Mhm. Und dann gucken, wie ich es halt abändere. Ach so, noch was. Es gibt immer die Diskussion, ändern wir unsere Setlist, weil das Publikum anders ist. Also Beispiel, man hat ein Clubkonzert von 2x45 Minuten. Mhm. Und du kommst in den Jazzclub und da hocken jetzt nur Leute jenseits der 50. Mhm. Und, und 2 Tage vorher warst du aber irgendwie in einem hippen Club in der Großstadt. Mhm. Da waren irgendwie nur 35-Jährige oder 25- bis 35-Jährige. Dann ist immer die Frage, ändern wir das Programm, weil die Leute anders sein könnten. Mhm. Meine Empfehlung ist nein. Weil einfach das spielen, auf was man Bock hat und
was überzeugend ist, da kann man bei ein, zwei Nummern vielleicht mal eine Ausnahme machen, aber ich würde einfach gucken, was für einen selbst funktioniert und dann friss oder stirb, weil sonst wirst du wahnsinnig. Ja. Ja, vor allem hat man ja auch, das ist totales Chaos, wenn man so 10 verschiedene Setlisten ständig machen muss. Genau, die Band, weißt du, oft ist es auch so, dass die Band schnappt sich dann die erste Setlist von der Tour. Ja. Mhm. Dann machen die sich Eintragungen. Dann sind die total angepisst, wenn ich nach dem dritten Tag sage, eine neue Setlist. So. Ja. Ja, kann ich verstehen. Genau, dann kommt die nächste Frage, die ich auch, finde ich auch sehr wichtig, vor allem als Musikerin oder als Musiker. Wann planst du Pausen ein? Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Pausen für wen? Ich vermute jetzt mal die kleinen Päuschen, wo du Ansagen machst. Das würde ich jetzt so verstehen. Okay. Also nicht die großen Pausen sind ja eigentlich offensichtlich, ne? Also du machst nach 45 Minuten so. Aber diese kleineren, wo auch die Musiker was trinken, ne? Weil du machst ja nicht 45 Minuten Highlife auf die Fresse. Aber es muss immer was passieren auf der Bühne. Auf jeden Fall. Es muss immer was passieren und wenn keine Musik gespielt wird, dann muss jemand was sagen. Mhm. Oder du hast einen Visual-Effekt und du hast irgendwie ein Licht-Intro. Aber irgendwas muss passieren. Also was scheiße ist, dass du auf der Bühne stehst und alle gucken sich irgendwie an, wie bestellt und nicht abgeholt. Und das passiert nicht. Das geht nicht. Mhm. Schön ist immer, wenn man zum Beispiel so eine Anekdote hat und die erzählt. Und dann wissen die Musiker, oh geil. Yay. Weißt du, dann riecht der eine erstmal langsam zur Wasserflasche und so und der andere fängt an, seine Ventile zu ölen. Die wissen dann, das dauert jetzt 2 Minuten. Das kann jetzt noch ein bisschen dauern. So. Und das ist eigentlich ganz gut. Aber dann brauchst du natürlich auch jemand, einen Bandleader oder jemand aus der Band, der das auch erzählen kann. Ja. Der das auch verkaufen kann. Weil in dem Augenblick ist es ein Show-Act. Mhm. Oder was heißt das? Du erzählst halt vor Leuten was. Und das muss halt in irgendeiner Form unterhaltsam sein. Mhm. Und dann wissen die Musikerin, dass halt Pause ist. Mhm. Ja? Und ansonsten ist die Pause natürlich definiert dadurch, dass da Pause steht. Ja. Aber es muss halt immer irgendwie was passieren. Ja. Ja. Okay. Ja, das auf jeden Fall. Next. Yes. Next, next. Die nächste Frage. Wo platzierst du die eigenen Stücke auch unter den Gesichtspunkten der GEMA? Wenn ich zum Beispiel alle eigenen Nummern am Ende der 3-Stunden-Setlist platziere, kann ich die ja nicht nach jedem Gig bei der GEMA melden. Die Frage fand ich sehr interessant, weil ich glaube, da wissen viele nicht, was mit GEMA und Anmeldung und nach 3 Stunden gemeint ist. Genau, das hat er, glaube ich, nicht verstanden. Das hat er, glaube ich, ein bisschen verwirrend ausgedrückt. Ich habe das so verstanden, dass nicht immer klar ist, ob er 3 Stunden spielt und dass vielleicht dann die eigenen Stücke wegfallen. Genau, so habe ich das auch verstanden. Ja, muss man aber wissen, dass mit GEMA. Ich würde das aber auch nicht so machen. Ich würde die eigenen Stücke, wenn er nicht so viele hat und die ich gerne spielen möchte, dann würde ich die immer einstreuen. Also meine Erfahrung ist, gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung mit eigenen Nummern hat, dass wenn man die einstreut und zwischen irgendwie bekannte und starke Nummern die packt, die Leute merken das gar nicht, dass eigene Nummern sind. Mhm. Erstes Set, einfach 2 eigene Nummern reinklatschen, fertig. Ja. Ich würde sie vielleicht nicht hintereinander spielen, aber dann passiert es nicht. Und ich würde die eigene Nummer natürlich immer melden. Die anderen kriegen ja genug Geld. Ja. Ne? Also das auf jeden Fall. So. Und wenn man da mal ein Set hat, was nur aus eigenen Nummern besteht, da hat man das Publikum ein bisschen erzogen. Mhm. So bei mir auch. Das ist dann schon cool. Ne? Mhm. Aber ihr seht das ja auch hier. Schaut mal. Hier habe ich ein Set. Eigene Nummer. Cover, Cover, Cover. Eigene Nummer, eigene Nummer, eigene Nummer, eigene Nummer. Mischung, eigene Nummer, Cover, Zugabe, eigene Nummer. Ja. So, das heißt, ich habe hier ein Cover-Set. Damals war das bei uns der sogenannte Damenblock. Der Damenblock. Weil hier Madonna und Lady Gaga und hier Michelle oder wie sie hieß, keine Ahnung. Mhm. Das war halt der Damenblock. Und hier habe ich übrigens am Anfang einen Fehler gemacht. Hier habe ich 2 Titel hintereinander geschrieben, die gleich anfangen. Don't let. Mhm. Don't let me be misunderstood. Don't let her daddy know. Mhm. Auch schön, dass ich hier. Gut. Und das ist natürlich kacke, weil da gibt es natürlich Verwechslungspotenzial. Ja, absolut. Was live auch passiert ist. Selbst wenn ich dann sage, und das ist hochinteressant, selbst wenn ich dann sage, wir spielen Don't Let Me Be Misunderstood, kann im Kopf trotzdem sein, dass die denken, wir spielen Don't Let Her Daddy Know. Ja. Weil die gerade nervös sind oder weil die gerade unter Stress stehen oder so.
Deswegen ist es sehr schlau, diese Titel nicht hintereinander zu packen. Hintereinander zu packen, ne? Und was anderes ist natürlich auch noch gucken, wann wer ein Solo hat, ne? Also ja. Hier zum Beispiel gibt es ein Tenorsolo. Hier habe ich auch ein Tenorsolo. Hier habe ich auch ein Tenorsolo. Schlecht getimed eigentlich. Mm. Ja? Ja. Und hier haben wir zwei Trompetensolos hintereinander. So. Mm. Das hatte jetzt damals inhaltliche Gründe. Normalerweise würde ich sowas nicht machen. Ja, okay. Ne? Genau. Ja, genau. Genau, da kann man gleich die siebte Frage anschließen. Die passt da nämlich rein. Wie verteilst du die neuen Nummern im Programm? Also wenn du neue Songs hast, die dann da reinkommen. Also erstmal muss man da unterscheiden bei neuen Nummern, wie das eigentlich regulär ist. Also normalerweise, es ändert sich gerade, gehen Bands ja auf Tour mit einem neuen Programm. Mhm. Und dann haben die, was weiß ich, 10 neue Nummern und ansonsten haben sie alte. Ja. Das ist dann, wenn sie eine neue Platte rausbringen. Es ist so, dass die meisten Bands natürlich nicht jedes Jahr eine neue Platte rausbringen mittlerweile, weil das einfach keinen Sinn mehr macht, sondern die bringen halt Singles raus oder EPs. Und ich mache das so über die Laufe der Jahre, dass ich jede Saison immer 3, 2, 3, 4 neue Nummern habe. Mhm. Aber meistens nicht mehr, weil wir, es ist jetzt aber auch sehr bandspezifisch, also wenn wir jetzt eine Clubtour machen würden, was weiß ich, in jedem Club 1000 Leute auf uns warten, musst du das machen. Ja, klar. Die waren ja bei der letzten Clubtour da und dann wollen die was Neues hören. Ja. Das ist bei uns aber nicht der Fall. Also die Leute, die sehen uns dann vielleicht alle 3 Jahre. Mhm. Und dann haben wir schon wieder 10 neue Nummern, weißt du? Also so mache ich das, aber das macht jeder anders. Und es kommt auch darauf an, wie viel Zeit du zum Proben hast. Also neue Nummern sind immer scheiße, weil neue Nummern halt nie drin sind. Und da gibt es einen eklatanten Qualitätsabfall meistens. Ja. Vom Timing, vom Groove, von der Selbstverständlichkeit her. Deswegen würde ich neue Nummern immer beim Soundcheck spielen. Ich würde beim Soundcheck immer die erste Nummer spielen, den Anfang. 2, 3 ausgewählte, schwierige Sachen, die schiefgehen können und die neue Nummer. Ja. Wenn du eine neue Nummer hast. Das kannst du gar nicht oft genug spielen. Meistens ist eine neue Nummer erst drin, wenn die im Konzert 20 Mal gespielt wurde. Ja. Ja, so ist es. Ach, interessanter Podcast, eigentlich super, weil das sind so Sachen, die für mich selbstverständlich sind und jetzt merke ich aber gerade, dass die überhaupt nicht selbstverständlich sind. Ich wollte gerade sagen, das sind sie nicht. Einfach jahrelange Erfahrung, es ist einfach geil. Welche Nummern schmeißt du raus, um Platz für neue zu machen? Kacknummern. Die Nummern, die einem selbst auf den Keks gehen, die Nummern, wo man merkt, dass das Publikum nicht abgeht. Okay, ja. Manchmal ist das auch Kill Your Darlings. Manchmal muss man auch Nummern rausschmeißen, die man selbst gut findet und man merkt aber, sie passen nicht ins Programm. Oder, was auch ganz oft vorkommen kann, man hat eine geile Nummer, die ist aber mit einer anderen Nummer vom Groove her ähnlich. Mhm. Ich zeige euch das mal hier. Ich hatte damals ein Problem. Und zwar Voodoo Caravan, Orientalist. Haben beide diesen Groove. Kann ich nicht in ein Set packen. Ja. Kann ich eigentlich auch fast nicht in 2 Sets packen. Habe ich aber damals gemacht, weil ich unbedingt die neue Nummer spielen wollte. Ja. Das ist eine ganz andere Nummer als die, aber sie ist verwandt. Ja. Und naja, also das sind so Sachen. Ne? Da muss man dann, mittlerweile ist die aus dem Programm rausgeflogen. Es hat sich die durchgesetzt. Ja. Und so weiter und so fort. Also die ist auch aus dem Programm rausgeflogen. Die auch. Ja. Und ich kann dir aber sagen, welche Nummern ich einfach schon seit 10 Jahren immer spiele. Das ist die. Big Funk, ja. Das ist geil. Das ist das hier, das hier, Motherland, Superflight, Pony, Monster, Last Ride, Dogshot. Ja. So, das spiele ich immer. Ja. Die funktionieren einfach. Ja. Die sind auch geil. Interessant ist auch so zum Beispiel das hier. Das ist eine total easy Nummer, Pony Wrangle Dankman. Das ist so ein Ska-Dance. Ja. Aber das ist halt eine wirkliche Dance-Nummer und das ist überhaupt nicht virtuos und das funktioniert immer. Das Publikum findet es immer geil. Und für uns ist das so ein No-Brainer, weißt du? Mhm. Ist halt so gar nicht nachdenken. Einfach total leicht. Und das ist hinten raus aber auch mal ganz nett. Ja. Ne? Mhm. Das sind so Sachen, die kristallisieren sich dann halt einfach mit der Zeit raus. Ja. Genau. Wie sieht, wir sehen jetzt ja tatsächlich sogar eine, aber wie sieht die Setlist final aus? Formatierung, digital, Papier? Wir sehen jetzt hier die Formatierung. Ja. Also digital, ja. Was heißt digital? Du brauchst ja ein eigenes. Also die Setlist muss immer für alle einsehbar sein. Ja. Und da kannst du auch schon die 10. Frage direkt einschließen. Ja, genau. Wie verpackst du die?
Wie verpackst du und befestigst die Setlist, damit sie nicht wegfliegt oder eingesammelt wird? Ja, also das ist, geht im Prinzip einher. Also ihr seht das hier, das hier ist jetzt mein Layout, kann man aber auch alles ganz anders machen. In der Regel würde ich eine Setlist noch größer machen. Da ich jetzt aber hier zusätzliche Informationen für den Techniker drin habe, ist die ein bisschen klein. Das heißt, die Schrift ist eigentlich ein bisschen klein. Eigentlich muss die Setlist, was ist die Schriftgröße, 25 bis 30 sein. Je weniger Informationen, desto klarer. Ja? Also wenn ihr euch diese ganze nicht fettgedruckte weg vorstellt, dann ist es eigentlich richtig. Und dann könnt ihr eine Setlist auch natürlich mittig machen. Ich habe sie jetzt linksbündig gemacht. Meistens wird es aber mittig gemacht. Dann, also ihr könnt eine Setlist auch stylisch gestalten. Macht ein Kumpel von mir immer. Der nimmt eine geile Schrift. Und das ist irgendwie auch, und bei mir sieht es aus wie ein Beamter. Ja. Das hat aber Gründe. Ich habe dann einfach ein bisschen mehr Überblick und ich möchte mit der Setlist auch noch andere Informationen mitteilen. Es ist jetzt an dieser, sieht man es vielleicht nicht so gut. Warte mal, ich suche mal eine aktuelle. Gib mir gerade mal Zeit für eine aktuelle. Vielleicht finde ich die ja. Ja, aber die sahen ja auch schon bei uns zu Brassband-Zeiten ähnlich aus. Ja, halt, das ist halt Faulheit. Ich habe dann einmal... Faulheit, ja. Ja, nee, ich würde es nicht Faulheit bezeichnen, ich würde es einfach effizient bezeichnen. Wieso soll man sich für jedes Setlist eine neue Formatierung überlegen? Das ist ja völlig bescheuert. Naja, aber das, es kann ja auch schon schön sein, ja? Ja, also, aber es ist ja am Ende einfach... Also, ganz ehrlich, wir haben ja damals mit dem BSO... mit den Setlisten auch gearbeitet, genauso wie du es jetzt hier beschreibst. Und am Ende des Tages ist es einfach nur für uns, dass wir sie auf dem Boden liegen haben, dass wir sie sehen. Und ja, schön, wenn da irgendwie Herzchen drauf sind und es glitzert, aber es braucht ja eigentlich auch nicht. Also, es soll ja irgendwie effizient zum Beispiel, sein. Ich habe zum Beispiel letztens hier mal einen Geek gehabt, da sah die so aus. Oh. Da musste ich halt etwas mehr Informationen draufpacken. Ja, wir hatten neue Nummern. Und so, Springer-Tunes, Dance-Tunes, die haben wir zwei. Und dann hat hier noch ein paar neue Sachen mit Sängerin, ohne Sängerin und so, ja. Und hier noch so grob Adresse und so. Das war quasi so Briefing und Setlist in eins. Kann man auch machen. Das kommt auch drauf an. Ich such mal gerade, warte mal. Die Mescaleros, die haben immer so geile Setlisten. Aber die finde ich jetzt bestimmt nicht, oder doch? Nee, da sieht es so scheiße aus. Da. Okay, so macht das ein Kumpel von mir, der Woody. Ich hoffe, ich darf das jetzt zeigen. So sieht die bei dem immer aus. Ah, nice. Okay, einfach nur die natürlich irgendwie ein anderer Schuh, ne? Ja, klar. Das liegt aber auch daran, dass die halt irgendwie 35 Songs haben und die müssen auf einem Blatt spielen durch, haben keine Pause, so. Ja, klar dann. Und, so. Und bei mir ist es dann halt... Bisschen anders, ja. Das, ne? Ja, ich glaube, was ja wichtig ist, ist, dass alle Informationen, die man da teilen möchte, bei diesen ist jetzt halt mehr. Wenn du nur die Songs draufschreibst, kann man eben gucken. Wenn es auf eine Seite passen muss, dann sollte man den Zeilenabstand halt nicht so groß machen. Aber jetzt noch was ganz Wichtiges. Wie mache ich das Scheißding fest? Ja. Ganz einfach. Ich würde festes Papier nehmen und ich würde Gaffer-Tape nehmen und würde mir die einfach auf den Boden kleben. In A4 und würde auch mit den Setlisten nicht sparsam sein. Das heißt, die bleiben dann da einfach kleben. Und das mache ich 4-5 Mal. Und dann kann ich die wieder einsammeln. Meine Erfahrung ist aber, dann ist da irgendwie drauf geascht, Bierflecken. Der eine hat sich ein Popo mit abgewischt. Dann sind da irgendwie 10 Leute drüber getrampelt. Schmeiße einfach weg und druck der neue für den nächsten Gig auf. So, jetzt kann man natürlich sagen, Umwelt und so. Und wir laminieren das und machen uns die Setlist des Jahrhunderts. Ja, kannst du dir aber auch direkt in Allerwertesten stecken, wenn in 3 Gigs wieder die Setlist anders aussieht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Du musst sie leider jedes Mal 6-7 Mal ausdrucken und wie der Papa an die Kids verteilen und dann beim nächsten Mal hast du es nochmal neu dabei mit. Ich empfehle 100er Papier, weil sonst reißt es sofort, wenn da jemand drüber geht. Oder was man auch machen kann, was ich mal mache. Ich habe immer ein Klemmbrett dabei. Ich habe die Setlist auf dem Klemmbrett mit meinen ganzen anderen Informationen. Das Klemmbrett schmeiße ich einfach auf den Boden. Und dann habe ich immer meine Sachen dabei und die Setlist ist aber auch. Und so mache ich das. Ja. Aber das ist ja, weißt du, kann man ja machen, wie man möchte, ist ja scheißegal. Ich kenne auch Bands, die haben nur 2 Setlists. Oh, nein, das wollen wir nicht. Was ist denn hier los? Sag mal, oder siehst du das gerade gar nicht? Nee. Also er hat sich mein E-Mail-Programm eingeklinkt. Oder es gibt zum Beispiel auch Bands, die haben da nur 2 große Setlists von A2. Die liegen dann vorne so auf Front. Auf, ja, ja. Front. Kann man natürlich auch machen, ja. Ist auch cool.
Man kann das natürlich auch irgendwie schön gestalten. Ne? Mhm. Man irgendwie eine Setlist immer für jeden Gig handschriftlich macht, so viel Hunger macht das immer. Ja, es ist aber, muss jeder machen, wie er meint. Für mich ist es einfach, wie du schon sagst. Effizient, zeitsparend. Also wir müssen so viel Kram machen, da finde ich. Also wenn man irgendwo Zeit sparen kann, sollte man das auch tun. Und wenn man dann nicht so einen Riesenwert drauf legt. Also ich bin ein riesengroßer Fan von Handschreiben, aber auf die letzte Idee, die ich käme, wäre ein Setlist handzuschreiben. Aber Setlist mit Schönschriften, so Kalligrafie und so, ist schon geil. Ne? Wenn natürlich man, ist es geil, weil wie du sagst, du benutzt es halt für den Gig und dann, wenn du Pech hast, hat jemand drüber gesabbert. Ja, das kannst du halt machen, wenn du die Möglichkeiten hast. Ne? Wenn du zum Beispiel einen Screen hast, extra in der vollen Produktion und dann hast du da irgendwie... Klar. Eine tolle Setlist und das inspiriert und motiviert natürlich dann auch, ja. Aber wenn du irgendwie vor 50 Bier saufenden Vollaffen spielst, dann ist halt auch wurscht, ja. Das stimmt, ja. Ohne jetzt respektierlich das Publikum niederzumachen hier. Fan. Aber ja Gott, es ist uns doch alles schon passiert. Machen wir uns doch nichts vor. Also ich habe schon vor 50 voll besoffenen Bieraffen gespielt und deswegen kann ich das auch so sagen, ja. Das warst du. Also, war schön. Wir haben mal irgendwann gespielt, wir als letzter Act auf einem großen Festival und am Schluss war aber keiner mehr da. Mhm. Weil wir haben um 1 Uhr gespielt und die erste Band hat schon um 19 Uhr gespielt und es war einfach gnadenlos übergebucht. Das heißt, wir hätten nur 3 Bands spielen müssen und dann wäre um 11 die Veranstaltung vorbei gewesen und die haben halt alle gesoffen an dem Abend. Naja, und während wir dann Soundcheck gemacht haben, haben sich noch 50 Leute vor die Theke gestellt und haben zu Helene Fischer atemlos halt Bier gesoffen und getanzt. Dann kannst du dir vorstellen, wie unser Konzert war. Das war eines der schlimmsten Konzerte, die ich jemals spielen musste, weil einfach niemand interessiert hat, was wir da machen. Ja. Oh Gott. Ja, ich kann es verstehen. Da waren einfach alle schon weg, ja? Und die Alkoholiker waren halt noch da. So. Schön. Naja, gut. In solchen Fällen sollte man übrigens die Setlist anpassen. Ja, auf jeden Fall. Oder einfach gehen. Noch besser. Oder es einfach nicht spielen. Ja. Nicht spielen, ja. Nicht tun. Oder man spielt einfach direkt 14 Mal hintereinander Atemlos von Helene Fischer. Ist dann auch. Ja. Oh Mann. Okay. Das sind so meine Tipps zur Setlist. Mhm. Fällt dir noch was ein? Nee, eigentlich nicht. Also das Wichtigste hast du gesagt und ich finde, also jetzt aus der Spielerperspektive, du bist ja selber auch Mitspieler, aber wenn ich jetzt daran denke, ich kenne das nur von der Brassband, weil wir das sonst nie gemacht haben, das ist halt ein Konzertprogramm, ich spiele ja sonst nur Classic, außer wenn wir BSO gespielt haben und ich persönlich bin aber auch so ein Freak, ich konnte auch die Setlist auswendig. Also weißt du, ich konnte das Programm auswendig abspielen im Kopf mit der Flöte und hatte kein Problem damit zu wissen, welches Stück das nächste ist und wer wann Ansage. Wir wussten ja immer, wer die Ansage macht. Und ich muss aber auch dazu sagen, bei euch waren die Setlist auch immer sehr ähnlich. Also, ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja irgendwann die Konzerte, die Gigs, die wir gespielt haben, waren ja dann eigentlich, ich glaube, wir haben 4 oder 5 Mal hintereinander dann dasselbe Set gespielt. Ja, und aber so muss es ja eigentlich sein. Und das ist das, was die meisten vergessen. Und das möchte ich heute noch unterbringen als Information. Man denkt halt immer, ja, wenn ich die gleichen Stücke spiele, dann ist es langweilig und so. Ne? Das ist überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Die Gigs machen dann richtig Spaß. Ja, wenn man sich darauf einlassen kann auch. Ne? Ja. Und ich bin auch ein großer Fan davon, ein Standardprogramm zu haben, auf das ich immer wieder zurückgreifen kann mit einem großen Ensemble. Mhm. Weil da habe ich halt die Sicherheit. Und wenn ich dann irgendwas aus dem Hut zaubern muss, dann also ist einfach total super, auch für ein großes Orchester, für ein Blasorchester oder so, 2 Stücke zu haben, die man einfach auswendig kann, die man immer spielen kann. Ja. Dann wird die Zugabe spielt man halt auswendig. Man kann ja auch sagen, wir spielen immer das gleiche Stück als Zugabe, ja. Mhm. Was weiß ich, wie beim neues Konzert der Wiener Philharmoniker Radetzky Marsch. Ja. Wieso die das nicht auswendig spielen, geht eigentlich nicht. Ja? Eigentlich müsst ihr das auswendig spielen. Ich glaube, manche machen es natürlich auch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, viele von den Wiener Philharmonikern können das auswendig spielen. Ja, aber mein Punkt ist einfach nur, wenn du ein paar Stücke hast, die du auswendig kannst mit einem großen Ensemble, dann musst du dir darüber nie Gedanken machen. Und immer ein neues Programm zu spielen, ja, okay, aber nicht um jeden Preis. Ja. Ne? Also absolut. Man darf so eine Signatur haben. Ja, und ich finde eben, ich meine, das hat man bei uns ja bestens gesehen, es wird ja dann von Gig zu Gig geiler, also musikalisch, wie auch für uns freier und das ist ja genau das, was du sagst, das ist bei einer Band, die dann über einen langen Zeitraum spielt,
dann ist es irgendwann mal gut, dass man ein neues Set hat, aber wenn man irgendwie, keine Ahnung, 10, 12 Gigs hintereinander mit demselben Set spielt, wo ich denke, ist doch geil, es wird ja immer entspannter eigentlich. Ja, klar, natürlich. Ja, so ist das ja auch bei einer normalen Rockband, die auf Tour geht. Die spielen ja dann 30, 40 Konzerte mit dem gleichen Set. Genau. Ne? Und die großen Videoproduktionen, die finden ja dann erst statt, wenn Show 29 gespielt wird. Und dann ist die Videoproduktion oder der Mitschnitt ist dann halt Konzert 29, 30 und 31. Mhm. Irgendwie sowas. Und dann wird das Beste rausgenommen. Ist doch klar, dass der Scheiß dann läuft, ja? Nee. Wenn du es schon 30 Mal gemacht hast. Und ich glaube, da sind sich die meisten Leute gar nicht so beim Klaren. Das ist halt, es gibt ja einen Unterschied zwischen der Produktion, Abläufe wie ein Musical, und einem freien Konzert von ein paar Leuten auf der Bühne, die zusammenkommen und lose zusammen Musik machen. Mhm. Das sind ja völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Also es ist ja eine Show von Pink oder von Rammstein, hat ja nichts damit zu tun, wie jetzt hier irgendwie im Jazzclub Minden eine Fusion-Band spielt. Weißt du? Und das muss man halt als Zuschauer, kann man sich damit ja auch beschäftigen. Mhm. Und das dementsprechend dann auch einordnen. Ne? Ja. Als Musiker ja sowieso. Ja, jetzt wollte ich noch das zweite Thema mit den Proben dazu nehmen, aber eigentlich ist das schon viel zu umfangreich. Also das machen wir einfach nochmal für die nächste Folge. Genau, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal einen Deckel drauf. Yes. Und sagen wir vielen Dank. Unsere Sachen kommen wieder rein. Für die Fragen, ja. Genau, und du kannst ja nochmal unseren Patreon-Kanal anpreisen. Ah, genau, ja. Ja, weil der Gunther tatsächlich ist auch einer unserer Patronen. Es ist wichtig, dass man das auch sagt. Genau, unser Patreon-Kanal ist aktiv und freut sich über neue Patronen, also über neue Menschen, die mal vorbeikommen. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, auch immer mehr geilen Scheiß von uns. Immer mehr geilen Scheiß. Kommt alles runter, ja, genau. Link findet ihr unter dem Video, ne? Könnt ihr euch dann anmelden und wenn ihr das alles nicht, wenn euch das alles nicht interessiert, sondern wenn ihr uns einfach nur Geld schicken wollt, ist das auch super. Ja. Dann könnt ihr euch da einfach als Fan als für uns Unterstützer eintragen und dann zahlt er halt mal einen Fuffi. Nee, das wäre schön. Ein Fünfer oder so. Ja? Finde ich auch. Ein Fuffi finde ich ja. Da kann man auch machen. Könnt ihr auch machen. Okay, alles klar. Wir machen Deckel drauf. Saskia, vielen Dank. Mhm. Euch vielen Dank. Danke euch. Bei der Musikerschmiede in diesem Sinne. Auch hier tschüss von Contemporary Brass Musik. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.